Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, es ist Zeit für Truck TV. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil die Navas. Ja, ich habe heute eine spezielle Fracht aus Bremen und Hamburg geholt. Vibratoren. Höchst brisant, diese Ladung. Der Vorteil ist ja, wenn man Geschäfte mit Vibratoren macht, man braucht ja keine Garantie drauf geben. Die gehen ja sowieso in den Arsch in Frankreich, ne? So, Holland. Holland, Holland. Wir machen noch eben kurz Pause und dann geht's weiter nach Frankreich. Tanken noch eben in Belgien. Gucken wir mal. Ich wollte eigentlich noch meinen Staubsauger entsorgen hier, aber es sind so viele Leute. Die haben nämlich so geile Mülleimer, da kannst du ganze Autos rein tun. Aber wenn die so viele gucken, mache ich das auch nicht tun. So, jetzt die letzten 10 Sekunden noch und dann geht's los. Und zack, auf den Schlag bin ich wieder fahrbereit. Und der nächste ist schon an der Tanke. Ich habe gerade mit dem telefoniert. Er wartet aber nicht auf mich, weil ich habe gesagt, das macht keinen Sinn. Ich darf eh nur noch bis ein paar Kilometer hinter der französischen Grenze fahren. Der muss morgen in Paris auch ausladen und deswegen. Scheiß drauf. Es ist Zeit, sich die Tanks voll zu knallen mit Diesel. Und das mache ich an meiner Lieblingstankstelle hier, wo ich ganz in Ruhe tanken kann. Da stopfe ich mir nochmal schnell eine Zigarette in den Hals. Und dann einen schönen Tee, denn unterwegs kostet der 1,80 Euro. Das ist mir zu teuer. Und dann stelle ich mich an Antwerpen im Stau an. Hier ist immer Stau tagsüber vom Kennedy-Tunnel. Aber shit happens, so ist das. Besser, man fährt hier nachts durch, denn da ist nicht zu viel Verkehr. So, da haben wir die Anhalterin. Die stand da, glaube ich, eine Stunde fast insgesamt. Mit einer Schlafanzughose war die bekleidet. Aber so ist das halt. Ich würde nie einen Anhalter mitnehmen. Wer weiß, hat er Drogen mit oder sonst irgendwas. Wer Auf Achse kennt, die Folge Auf Achse, der weiß, dass Anhalter immer nur Probleme mit sich bringen. Und deswegen never Anhalter. Aber ein Schweinelaster hat sich da bereit erklärt, ihn mitzunehmen. Einer muss es ja tun. Yes, ich bin noch nicht mal bis nach Frankreich gekommen. Ich stehe kurz vor der Grenze an der Tanke, weil hier überall Baustelle, Unfall, Baustelle ist. Ich nutze die Zeit, tippitippi, und sage dann schon mal gute Nacht. Bis morgen früh. Guten Morgen, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Es geht los in Francais. Ja, ich brauche eigentlich noch nicht losfahren. Aber hier vorne ist eine Baustelle. Und da fahre ich bestimmt nicht erst um 8 Uhr durch. Ne? Rock'n'Roll! Jau, auf ins französische Gewerbegebiet. Hier ist noch alles ein bisschen duster, aber ich habe scheinbar Glück. Ich kann bei der Firma schon aufs Gelände rauffahren. Das ist ganz wichtig, dass ich der Erste bin, weil sonst warte ich teilweise 3 Stunden auf Entladung. Und ich probiere halt immer mein Glück, so früh wie möglich da zu sein, um die Ladung auch so früh wie möglich loszuwerden. Mal schauen. Wahnsinn, die erste Stelle schon abgeladen und das ist gerade mal 20 vor 6. Das gibt's doch gar nicht. Da muss auch irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Normalerweise die Franzosen fangen immer erst um 8 Uhr fängt die Arbeit an und um 7:45 fangen die dann mal wirklich an, weil die trinken erst immer noch mal einen Kaffee. Aber hier kann irgendwas nicht stimmen. Der hat auch nicht rumgemault, nix. Ah, gar nicht. Also ich bin ein bisschen verwundert. Oder es ist ein Terrorist. Terrorist oder was? Irgendwas ist nicht ganz richtig. Jetzt fahren wir erstmal nach Le Mans. Die 24 Stunden von Le Mans, die fahre ich natürlich auch anders. Für mich wäre das kein Problem. Ich würde das gerne mal mit dem LKW fahren. Alleine. 24 Stunden durch. Da packe ich mir ordentlich DVDs an. Da wird mir auch nicht langweilig während der Fahrt. Und dann fahre ich das mal hin. Dann fahre ich auch 48 Stunden. Muss ich mir bloß so ein Trucker, da kennt ihr das Ding? Da kannst du während der Fahrt so reinpinken. Weiß ich nicht, also wenn man das so schon machen muss, dann sollte man glaube ich lieber aufhören. Ja, oui, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Gleich passieren wir Paris, die Stadt der Liebe. Aber es ist nicht nur die Stadt der Liebe. Es ist auch die Stadt des Drecks und der Zigeuner. Ah, oui, oui, da fahren wir unter Charles de Gaulle den Flughafen durch und nun stellen wir uns an. Paris ist auch immer Stau und da sehen wir diese bezaubernden Etablissements.
da wird unser Diesel, der nachts geklaut wird, noch schön verbrannt mit Liebe. Also für alle, die ihre Frauen mal nach Paris einladen wollen, zeigt ihnen doch einfach diese Bilder hier, dann braucht ihr da auch nicht mehr hin. Da könnt ihr besser zur Werkzeugmesse hinfahren, das ist romantischer als dieses Drecksloch hier. Also ich finde Paris überhaupt nicht romantisch. Du wirst beklaut, du wirst betrogen, das ist alles dreckig, es stinkt und fahren tun die wie die letzten Schweine hier. Aber gut, wer es gerne haben möchte, der kann natürlich nach Paris. Wenn ihr sowas für romantisch haltet, liebe Frauen, selber schön. Ole! Ja? Moin Moin! Moin, gute Fahrt, sieh zu! Dido! Ich weiß jetzt nicht, wer mich da gegrüßt hat, aber wahrscheinlich wird sich das im Laufe des Tages noch irgendwie aufklären. Ich war auf jeden Fall wie immer ziemlich wortkarg, wie ich so mein Video hier feststellen konnte. Ja, 8 Uhr, 9 Minuten, Rush-Hour in Paris. Ich fahre normalerweise die Peripherie, aber die ist hier zu. Deswegen fahre ich hier den äußeren Ring umzu. Da bin ich ein bisschen schneller, zwar ein bisschen weiter, ist aber dafür nicht ganz so verstopft wie die Stadt. Oh, nervt doch nicht. In Paris muss man permanent aufpassen, denn die fahren hier einen anderen Fahrstil. Man muss sich den Fahrstil anpassen. Hier kommt Motorradfahrer. man muss sich den Fahrstil anpassen. Und man muss auf jeden Fall permanent in die Spiegel gucken und sich merken, was von rechts kam, ob der schon durch ist, ob der vor einem rein will, weil die fahren einen hier so den Tritt ab, dass es scheiße ist. Und wenn du dich hier mit dem Motorradfahrer anlegst, ne, wenn du nicht rüberfährst, dann gibt es erst Diskussionen und wenn du frech bist, dann haut er dir so mit der Hand den Spiegel ab. Schon oft gesehen. Sehr amüsant hier, also das ist besser als Kino oder sonst irgendwas. Und der Tunnel hier ist absolut zugesmockt. Hier gibt es keine Lüftung oder irgendwas. Also wenn du hier raus bist, dann kannst du auf jeden Fall wieder schön durchatmen. Ich glaube, würde ich in Paris leben, würde ich relativ schnell Krebs liegen. Paris, die Stadt der Liebe. Oui, oui, oui. D'accord, c'est bon, c'est bien. Gas hier! Viele Tunnels und Unterführung hier! Und total bescheuerte Autofahrer! Da macht man sich gar kein Bild von. Aber es macht auch Spaß, es ist immer so ein bisschen Nervenkitzel in Paris hier. Oh, es gibt Gas da vorne. Kannst du fahren wie eine Wildsau, da kriegst du nie eine Anzeige für. Du kannst rechts überholen, du kannst links überholen, du kannst langsam und schnell fahren, du willst so schnell vielleicht nicht unbedingt, aber jeder macht dir was er will, aber es funktioniert. Stau. Ich sag ja, vor dem Stau ist nach dem Stau. Oder nach dem Stau ist vor dem Stau. Da ist es natürlich wieder Zeit, Aggression rauszulassen. Das geht nicht so weiter. Da müssen wir was tun. Ihr blinden Pissköpfe, fahrt denn nicht los! Ich hau euch sowas von in die Fresse! Ne? Und da ist das Yin und Yang gleich wieder im Einklang. Und für alle, die sehnsüchtig auf dem Eiffelturm warten, die muss ich enttäuschen. Denn wenn ich hier rumfahre, dann sieht man den Eiffelturm nicht. Jetzt sieht man auch, warum die Bommeln so wichtig sind für die Radien, damit die schön flattern. Ne? Und wenn man hier mal einen PKW vor die Schnauze kriegt, oder der einen ganz dicht vorne schneidet, dann braucht man sich gar nicht ärgern, weil man muss sich einfach nur denken, man hat ja eine schöne Knautschzone. Ne? Man muss ja immer positiv denken, bleibt ja nichts anderes übrig hier im Kackladen. Und mal abgesehen von diesen ganzen Großstadtmist, ist der Rest von Frankreich einfach mal geil zu fahren, weil es ist überhaupt nichts los, gerade auf diesen Bezahlautobahnen oder in der Bretagne, da wo nur Nationalen sind, da ist so wenig Verkehr. Du hast so gut wie nie Stau, nur wenn Feierabend ist, vielleicht in den größeren Städten, ansonsten
Platz ohne Ende, ganz entspanntes Fahren. Hier ist zum Beispiel vierspurig, da kannst du auch mal eben eine Stunde lang überholen. Das interessiert dir keinen. Das interessiert dir sowieso manchmal das Gefühl. Sowas überhaupt niemand. Wunderbares Fahren hier. Ja, toll, toll, toll. Alles hat seinen Preis. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geld wieder ablatzen hier. Und wir müssen auch gleich Pause machen. Die ersten 4,5 Stunden sind gleich voll. 4:15 steht schon auf der Uhr. Dann wollen wir uns mal hinlegen, bevor wir nachher Ärger mit dem Start bekommen und der uns anscheißt. Ich stehe sowieso so ein bisschen auf Anscheißen. Naja, egal. So, dann wollen wir auch mal schnell ein längst überfälliges Paket wegbringen. Einen illegalen. Aber erst müssen wir noch mal schnell hier die Uhr einstellen, dass ich meine 45 Minuten nicht verpasse. Timer. Was kommt hier? So. Uhr läuft. Klopapier brauchen wir noch. Klopapier. Klopapier. Und wo ist das denn? Ach, das ist da unten drin. Ja. Und eine Schachtel. Und harte Tracker, ne? Harte Tracker benutzen feuchtes Toilettenpapier. Ja, das kann man besser in die Tasche stecken als so eine Rolle, ne? Dann mal gucken, haben wir alles mit? Eine Kippe noch. Beim Kacken muss man rauchen. Schöne Kippe. Rauchen verursacht übrigens Krebs. Wusste wahrscheinlich kein Schwein. So, haben wir alles. Jetzt über die Programme. Telefon, weil immer wenn ich auf Klo bin, dann ruft jemand an. Wo bist du? Kannst dich beeilen? So, da sind wir in einem schönen Kack-Etablissement angekommen. Ist wie immer total dreckig und ekelhaft. Uwe, fertig. Und ich muss erstmal auf jeden Fall erstmal die Pipi von Vordermann abmachen. Dann mit Feuchttücher alles reinigen. Desinfizieren. Und dann baue ich mir das Trackernest. Ein Trackernest, ihr seht ja jetzt, wie das aussieht. So kann ich komfortabel sitzen. Und meine Poperze zieht sich auch nicht zusammen. Weil ihr kennt das ja, wenn die Klobrille kalt ist. Und schon sind wir fertig. Noch ein bisschen was essen und dann düsen wir weiter. Uns mal eben was ins Gesicht zu hauen, was zu essen. Mal sehen, was haben wir da. Es gibt heute Pasta Bolognese. Kennt ihr schon? Das ist, das sind die Maden. Die Maden mit den Durchfallhaufen. Warum geht das Licht eigentlich nicht an, wenn ich die Tür aufmache? Normalerweise müsste doch dann auch das Licht angehen, oder? Nein, erst wenn man das Essen drin hat. Millers und Franz Mersong sind gerade in der Schlangengrube. Passiert mir täglich sowas. Hey, Sascha! Aufsitzen! Was ist denn jetzt schon wieder? Es geht los, da nix. Wir können uns heute absetzen. Hast du so ein Befehl? Ruhe mit deinen Spinnereien. Weil auf Achse ist gerade Revolution. Weiter geht die Reise. Gesättigt, pausiert, alle Partie. Jetzt weiß ich auch, wer mich in Paris gegrüßt hat über Funk. Ja, der Jocke Bohr hatte nicht viel Zeit zu funken. Das war Micha, Micha Hofs. Und er hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Micha. Komm gut durch in Paris. Viel Spaß mit dem Sauhaufen da. So, da sind wir gleich in Le Mans bei der Vibratorenbude. Die warten sicherlich schon drauf bei der Kontrolle. Ich weiß nicht, ob die gucken, ob da welche von dem Arsch sind. Weiß ich gar nicht genau. Ja, 5:12. Nichts mehr mit Vibratoren abladen. Jetzt erstmal warten bis 2:30. Dann schauen wir mal. Schaffe ich natürlich den Anschlusskunden nicht mehr.
Ja, die laden schön in der Hitze hinten das Schmuttezeug ab und ich bleib hier schön drinnen in der kühlen Kabine. Ich wollte ja vorher abladen, aber wenn ich will, der hat schon, ne? Dann können wir den Dreck jetzt alleine machen, weil ich habe meinen Anschlusstermin jetzt eh verpasst, versauböselt. Und da können die mir mal gepflegt an der Pfeife lecken. Alles abgeladen, weiter geht's Richtung Atlantik. Und dann wollen wir gucken, ob wir bei der Saftbude noch was werden. Aber wie gesagt, es ist viel zu spät. Und deswegen glaube ich auch nicht mehr, dass da noch was zu gewinnen ist. Ja, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, guten Morgen. Wir stehen jetzt hier bei dem ollen Saftladen und warten, dass ich reinfangen darf. Und schön geschlafen habe ich, gegessen habe ich. Und ich muss ja noch eben Zähne putzen, sonst rieche ich aus dem Hals. Aber ich habe jetzt erstmal mir ein R8 besorgt. Beziehungsweise habe ich geschenkt bekommen von meiner Frau. Und allerdings ist das ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich bastel den jetzt mal zusammen. Ja, man muss ja mal gucken, dass man sich mit irgendwas beschäftigt. Wenn man nur aus dem Fenster guckt, dann verblödet man so ein bisschen. Und so habe ich noch ein bisschen was zu tun. Dann schauen wir mal. Oh, die gibt es auch mit holländischen Kennzeichen. Da hinten, da ist das Klo. Da ist die Dusche. Und ein Kakaoautomat ist auch da irgendwo hinten im Wald. Also wenn du LKW-Fahrer bist, dann musst du auch mal damit leben können, einen Tag nicht zu duschen. Oder auch manchmal zwei, wenn du richtig Pech hast. Und wenn du richtig Pech hast und Wochenende irgendwo stehst, dann auch das ganze Wochenende nicht duschen können. Dann solltest du dir immer genug Verpflegung mitnehmen. Nicht nur für eine, sondern auch für zwei Wochen. Dass wenn mal irgendwo Streik ist, das passiert dir relativ schnell, dass man da nicht teuer einkaufen gehen muss. Oder überhaupt den LKW verlassen muss. Oh, ja. Und liebe Freunde, ich habe was entdeckt. Außerirdische, es gibt sie doch. Und das Konfuse ist ja, dass sie sich sogar an die deutschen Regeln halten. Die halten jetzt ihre UFO- und Flugzeiten ein und müssen gerade mal ihre 45 Minuten Pause machen. Die wollten eigentlich weiterfahren, weil die hier nur die Politiker gefunden haben und deshalb auch kein intelligentes Wesen gesehen haben. Auf geht die Reise, Alter. Ich war gerade bei einer ganz speziellen Abladestelle. Vielleicht kann ich das nochmal. Man muss ja, hygienisch ist das ja, ne? Ich weiß nicht, ob das hygienisch ist oder ob der Gesichtsschutz dafür da ist, dass man da nicht so viel frisst. Also wenn ich jetzt eine Kontrolle hätte, dann würde ich, glaube ich, hier wäre ich aufgeschmissen. Da bei der Firma, wo ich gerade war, da war ein total LKW-Verrückter, der war richtig geil. Und da sieht man mal, wie gut ein LKW ist. Als Werbeträger für eine Firma funktioniert. Ah, Jens Bode, Le Bleu Truck, Jens Bode. Und hier Schubert und der Britannic Express. Der war total nice. Und er findet das auch gut, dass du das machst, unterstützt das auch vollkommen, steht dahinter. Und sowas hört man natürlich auch mal gerne, nicht immer nur den LKW. Das ist ja so ein richtiges Drecksloch. Eine Drecksloch-Straße. Vor allem, wenn man den Andreas mal sich anguckt, der macht seine wöchentliche Arbeit. Dann macht er noch Büro. Und dann hält er die Autos, sein Fuhrpark auf Vordermann. Dispo macht er. Und putzt seine Karre wirklich noch bis ins jede kleinste Winkelchen, ins jede kleine Loch, geht der noch mit dem Putzlappen rein. Also so viel Engagement. Das ist ja peinlich hier vor der laufenden Kamera. So viel Engagement. Engagement. So viel Leidenschaft. Muss man erstmal aufbringen und das hat nicht jeder. Klar. Wo bist du? Ich sag mal so, der Honecker hatte recht, denn so groß ist der Westen gar nicht. Man sieht den Typen hier jede Woche. Das zeigt mir, dass Frankreich gar nicht so groß ist. Ach, Paul, moin. Guten Tag, was machst du denn da?
Ja, ein bisschen hübsch verkabeln. Ach, du machst da lustige Dinger ran. Ja. Mit Eiszöpfen. Ja, ja, ein bisschen dekorieren, ja. Machst du auch unten so Kettchen dran, das habe ich bei der Osteuropäer gesehen. Die rot-weißen? Ja. Ja, die kommen auch noch, ja. Aber die lackierst du um in weiß, habe ich gehört, gell? Ich mach das rote schwarz, muss ja zum Wagen passen. Ach so, ja, genau. Black-White. Black and White, genau. Das habe ich auch so im Film, gell, zu Hause. Black and White. Ich weiß nicht, ob ihr die Handlung kennt, aber ist sehr interessant. Doch, mir nicht. So, da haben wir gerade den Eik getroffen. So, Eik ist da. Ah, war schon ein geiler Boy, ne? Ich dachte erst, der kommt hier hin und auf einmal war er in der Front verschwunden. Ich dachte, der wollte jetzt was klauen, während ich drinnen sitze. Woher kommt er denn? Ich weiß nicht, der steht hinter diesem Tschechen. Ob das auch ein Tscheche ist, weil jetzt geht er zu ihm und ich glaube, die haben wegen dem Scheibengitter geguckt, wie das festgemacht ist. Aber das vom Dach passt nicht beim Volvo. Ah, scheiße, mein Motor ist wieder aus. Hä? Der geht immer aus nach 3 Minuten. Ach so, diese Eco-Scheiße da. Mist. Schrott. Oh. Willst du losfahren? Wir können ja 3 Minuten drauf, ja. Willst du erst vor? Fahr du mal erst vor, dann habe ich dich rechts noch so ein bisschen drauf. Okay. Kollegas sind das. Kollegas. Wir haben gar keine Jogginghose an, als getan, wa? Ja, bei den Tschechen ist es ja nicht ganz so schlimm. Die sind aber halbwegs zivilisiert, ne? Spontane Planänderung. Ich und Eik haben uns jetzt eben getrennt, weil ich soll jetzt erst woanders laden als ursprünglich geplant. Und auch heute schon ein Teil jedenfalls. Blumenkohl natürlich. Also was anderes kommt mir, glaube ich, gar nicht mehr auf den Trailer. Ne? Und Blumenkohl jetzt. Das ist von hier ungefähr noch mal eine Stunde weg. Ich bin jetzt ungefähr 5 Kilometer zu weit gefahren. Ich denke mal, dass wir Glocke mir vor den Spesen abziehen. Wenn er das jetzt sieht, selbst verraten natürlich. Und wir gucken. Da laden wir, dann fahren wir schon mal zur nächsten Ladestelle. Da geht es dann morgen früh erst weiter. Aber erstmal Kilometer schrubben. Jawohl, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Die Musik verrät es schon. Wir sind am Ende dieses Videos angekommen. Ich werde jetzt noch in Ruhe meinen Blumenkohl aufladen und die Heimreise starten. Ich habe eine Woche Urlaub, aber keine Angst, wenn ihr das Video seht, ist mein Urlaub schon längst wieder vorbei und die nächste Folge ist in Produktion. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Kommentieren, Weiterempfehlen und an die Wand scheißen, keine Ahnung was alles. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Paul von TruckTV.